Machen wir. Ja, lieber Herr Müller, liebe Granitin-Freunde, liebe Gäste aus nah und fern, herzlich willkommen zur traditionellen Ausstellung zum Kabbismarkt. Ich habe heute Morgen schon beim Kabbismarkt, ist der wärmste Kabbismarkt, den Rasfeld seit der Wetteraufzeichnung erlebt hat. Ich brauche keinen Schal heute. Ich habe gestern beim Friseur extra gesagt, Sommerschnitt nochmal. Und wir haben das große Glück, dass wir gutes Wetter haben und noch viel mehr Glück, dass wir seit einer Woche wissen, dass wir gutes Wetter haben, weil wir rechnen von den Besucherzahlen, also mit dass wir alle Rekorde brechen, die wir bei den bisher 27 oder 26 anderen Kabbismärkten gehabt haben. Es sind so viele, dass wir sogar morgen mal einen Hubschrauber über Rasfeld fliegen wollen, um zu gucken, wie das ganze Getümmel dann von oben aussieht. Ich hatte auch morgen den ersten Termin schon um 9 Uhr, um 9:30 Uhr. Zogen die ersten mit den Kabbis-Trollys daher. Ja, die ersten waren sogar um 9 Uhr schon hier, ja. Da ist also was außergewöhnlich, ist doch fast 20 Grad haben wir heute. Das ist auch hinten nicht so kalt wie vielleicht sonst. Ja, schon mal. Aber ich denke, den Tieren macht das nicht so viel aus. Ja, ein Kaninchenverein in Rasfeld hat es auch Generationswechsel gegeben. Als wir das Grußwort vorbereitet haben, da mal kurz zusammengesessen und dann sagte er, was ist das denn eigentlich, so eine Leistungsschau von so einem Kaninchenzuchtverein? Da sagte Kollege, das ist so ähnlich wie so eine Castingshow, so ähnlich muss ich mir vorstellen. Ja, dann weiß ich aber nicht, wer in Rasfeld den Dieter Buhlen dabei spielt. Gott sei Dank ist das nicht so, sondern wir haben es hier mit viel mehr Tradition zu tun. Ihr macht das schon sehr lange und ihr macht das, denke ich, auch auf einem deutlich anderen Niveau als bei irgendwelchen Castingshows, sondern hier geht es darum, wirklich Zuchterfolge zur Schau zu stellen und auch zu prämieren, weil ich denke, das ist wichtig für jeden, der Tiere züchtet, dann auch in einer konkreten Punktzahl mal ausgedrückt zu bekommen, wo das Tier dann steht. Wichtig ist auch für die vielen Gäste und für die Bevölkerung, dass über das reine Zuchtgeschehen hinweg einfach die Tiere gezeigt werden. Viele Familien kommen mit ihren Kindern hierher und eins ist auch ganz wichtig, weil das so ein Stück auch zum Kabbismarkt dazugehört. Es gibt beim Kabbismarkt viel selbstgemachtes, Produkte der Region und der Kuchen der Frauen kommt immer sehr gut an. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das Café ja auch für euch eine wichtige Geschichte insgesamt ist und deshalb finden wir schön, auch dass die Kooperation mit dem Jugendhaus hier so gut klappt und ihr letztendlich für den Kabbismarkt für viele schon fester Anziehungspunkt geworden sind. Ich habe eben sogar auf dem Fahrradparkplatz, konnte man sehen, da sind also eine ganze Reihe Räder, auch von auswärts, die da stehen, die entweder mit dem Wohnmobil hinten am Schloss stehen oder von weiter hierher gekommen sind und ich denke, das gute Sache, wenn dann auch entsprechend Leute hier sind und sich auch die Dinge hier oder die Kaninchen hier anschauen und vor allen Dingen auch die Preise. Ich darf mich für euer Engagement, insbesondere auch für die Jugendarbeit, die der Verein leistet, ganz herzlich bedanken. Das freut die Gemeinde, wenn junge Menschen an Themen herangeführt werden, die nicht nur Gameboy heißen oder Nintendo. Dass es ein Hobby ist, wo viel Verantwortung übernommen werden ist. Man hat es hier mit einem lebenden Tier zu tun und das hat was mit Werten zu tun, die ganz wichtig sind für junge Menschen. Und das finde ich schön, dass der Verein sich darum kümmert hier in Rasfeld und wir den Verein haben. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und jetzt kommen wir dann, glaube ich, offiziell zur Eröffnung der Show oder machen wir erst die Prämierung. Dann machen wir erst die Eröffnung, dann eröffne ich hiermit jetzt die Ausstellung des Kaninchenzuchtvereins und wünsche euch einen guten Verlauf heute und morgen für die Ausstellung und viele Gäste hier, aber auch vorne im Café. Dankeschön. Bürgermeister hat ja vieles vorweggenommen. Ich begrüße auf jeden Fall, begrüße ich alle recht herzlich als Züchter, Frauen und Züchter. Andreas als Vorsitzender der Kaninchenzuchtverein W, 1 aus 2 Rasfeld.
Aufgabe des Kreisverbandes, Grenzlandkreisverbandes, habe ich die Aufgabe hier, den Kreis zu übergeben, im Kreisverband. Aber das kommt dann gleich später. Ich habe noch Zeit gehabt, ich war etwas früher hier. Ich habe mir den Rundgang gemacht durch die Schau. Wie immer, hervorragendes Tiermaterial, war ja auch nicht anders zu erwarten. Und die Grasfelder, die sind ja der glückliche Verein im Grenzlandkreisverband, der eine Schau macht, wo garantiert viele Zuschauer kommen. Da sind alle Vereine wohl, andere wohl neidisch drum, aber der hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bedanke mich alle, dass ihr alle gekommen seid. Viele Züchter von anderen Vereinen habe ich schon gesehen und begrüßt. Ich danke recht herzlich. Können wir dann die Preisverleihung übergeben. Ich möchte Florian bitten, die Siegerliste zu verlesen. Ja, liebe Gäste, liebe Kaninchenfreunde, auch ich möchte Sie hier ganz herzlich willkommen heißen. Ja, was wäre die Kaninchenausstellung ohne den Vergleich, ohne den Wettbewerb unter uns Züchtern? Wäre ja irgendwo langweilig, wenn es hier um gar nichts ginge. Und außerdem hat man so auch nochmal einen Grund, um an der Theke anzustoßen. Was mich besonders freut, ist, dass hier regelmäßig auch, dass nicht nur die Favoriten immer oben abräumen, sondern dass auch mal Züchter oben mitspielen, die in den letzten Jahren vielleicht eher weniger erreicht haben. Genau so ist es in diesem Jahr auch passiert. Und umso mehr freut mich, dass dieser Züchter auch einen Rekord gebrochen hat, nämlich die höchste Sammlungspunktzahl erreicht hat, die es in diesem Verein jemals gegeben hat. Aber dazu gleich mehr. Jetzt fangen wir erstmal oben an in der Siegerliste. Erster Vereinsmeister bei den Senioren und damit seinen Titel verteidigt, hat Bernhard Meyer mit 678 Punkten. Ja, der zweite Vereinsmeister bei den Senioren, meine Wenigkeit, Florian Lukam, 675 Punkte. Dritter Vereinsmeister der Senioren, Helmut Ostermann, mit 674 Punkten. Erster Vereinsmeister der Jugend, Kaite Rodde, mit 480 Punkten. Zweiter Vereinsmeister der Jugend, Ben Greve mit 476 Punkten. Kommen wir jetzt zu den besten Tieren dieser Ausstellung. Den besten Rammler bei den Senioren zeigte Dieter Küpper mit Hellebus Silber 97,5 Punkte. Die beste Häsin bei den Senioren von Theo Eming, Hasenkaninchen Rot-Braun, ebenfalls 97,5 Punkte. Den besten Rammler der Jugend zeigte Nina Müller, Zwerchwieder Wildfarben, 97 Punkte. Die beste Häsin der Jugend, ebenfalls von Nina Müller, auch Zwerchwieder Wildfarben, 97,5 Punkte. Kommen wir jetzt zur Vergabe der Landesverbandsmedaillen. Da möchte ich den jeweiligen Züchter gerne nach vorne bitten, um von Hubert Aping die Medaille entgegenzunehmen. Ich sprach es gerade an, die Rekordpunktzahl, die höchste Punktzahl einer Sammlung bei dieser Ausstellung wurde dieses Jahr erreicht und dafür gibt es die erste Landesverbandsmedaille. Diese hat errungen mit 388,5 Punkten Theo Eming, Hasenkaninchen Rot-Braun. Die zweite Landesverbandsmedaille bei den Zeichnungsrassen geht an Sascha Kipp, Lokaninchen fehfarbig, 385,5 Punkte. Applaus
dritte LVM Senioren allgemein. Bernhard Meyer, Hellebro Silber, 387 Punkte. Vierte Landesverbandsmedaille bei den Senioren, wieder bei den Zeichnungsrassen. Andreas Müller, Rheinische Schecken, 385 Punkte. Die fünfte Landesverbandsmedaille bei den Senioren im Allgemeinen, Florian Lohkamp, Bodensee. Jetzt zur Jugendabteilung. Die erste Landesverbandsmedaille allgemein geht an Nina Müller, Zwerchwieder Wildfarben, 387 Punkte. Die zweite Landesverbandsmedaille in der Jugend bei den Zeichnungsrassen. Uderung von Tobias Greve, Russenblau-Weiß, 382, 5 Punkte. Die dritte LVM in der Jugend allgemein geht an Kai Terodde, Weiße Neuseeländer, 384 Punkte. Der Kreisverbands-Ehrenpreis geht an Sascha Kipp, Lokaninchen Fehlfarbig, 385 Punkte. Da haben wir noch ein paar Siegersammlungen. Die Siegersammlung allgemein bei den Senioren geht an Bernhard Meyer, Deutsche Wieder Wildfarben, 387 Punkte. Die Siegersammlung Zeichnung bei den Senioren geht an Sascha Kipp, Marderkaninchen Blau, 384,5 Punkte. In der Jugend die Siegersammlung allgemein, Lisa Marie Ostermann, Blaue Wiener, 383 Punkte. Die Siegersammlung der Jugend bei den Zeichnungsrassen, Ben Greve, Russenblau-Weiß, 381 Punkte. Damit wären wir dann auch durch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier und auf geht's. Aber du hast doch keine Kappe mit so einem großen. Ach, das wäre leer.